Samida Akbayev, bin 52 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder. Kurdischer Herkunft und war bis zur Auflösung des Landtages Frauen- und umweltpolitische Sprecherin meiner Fraktion Die Linke. Die herrschenden Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft haben mich dazu bewegt, sich einzumischen. Einmischen hieß für mich natürlich politisch sich einzumischen. Deshalb bin ich in der Partei Die Linke. Weil Die Linke für eine echte soziale Gerechtigkeit kämpft und für die Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft sich einsetzt. Ja, mein Thema ist Frauen und Umweltpolitik in erster Linie. Und im Landtag haben wir als Fraktion zahlreiche Anträge und Anfragen zu umweltpolitischen Themen und zu frauenpolitischen Themen gestellt. Auf unseren Druck ist die Wiedereinrichtung des vierten Stelle in Frauenhäusern wieder möglich geworden. Nur mit uns ist unter anderem die umstrittene Dichtheitsprüfung, die ja in aller Munde war, ausgesetzt worden. Wir werden, wenn wir wieder in den Landtag kommen, gemeinsam mit den Bürgerinitiativen dafür kämpfen, dass dieses umstrittige, also dieses gesetzeswidrige Paragraph 61a abgesetzt wird. Im Landtag werde ich mich zuerst dafür einsetzen, dass frauenfeindliche Strukturen beseitigt werden, zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine Ausweitung der Leiharbeit und prekäre Beschäftigung, von denen ja in erster Linie Frauen betroffen sind, beziehungsweise Schutz vor Gewalt und bessere Präventionsarbeit. Und natürlich zu Umweltthemen arbeite ich auch regelrecht aktiv. Wir wollen eine sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke, also keine Klimakiller in NRW und keine Umweltverschmutzung und Staub in NRW. Soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit gehören für mich zusammen. Dafür werde ich mich mit außerparlamentarischen Bewegungen einsetzen und die Stimme dieser Bewegung im Landtag zu sein. Nur mit uns ist ein sozial-ökologisches NRW lebbar. Zum Beispiel die Forderung nach einem Sozialticket, das ja auch für gesamte benachteiligten Menschen zugute kommen sollte. Das werden wir auch weiterhin fortsetzen. Wir sind die Stimme der Benachteiligten. Nur mit uns haben sie eine Stimme im Parlament. Nur mit uns ist ein Politikwechsel möglich. Und der Motor für diesen Wechsel ist die Linke. Wählen Sie am 13. Mai die Partei Die Linke. Weil sie die Stimme der Gerechtigkeit, der Menschenwürde, der sozial Benachteiligten und Frieden ist. Geben Sie Ihre Stimme der Linken, damit SPD und Grüne ihr Wahlversprechen einhalten.